Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Es sind so einmalige Bilder, die wir hier in dieser bemerkenswerten Arena in der niederländischen Hauptstadt miterleben dürfen. Dieses Stadion wird seinem legendären Namensgeber mehr als gerecht. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Er ist nicht nur Torwart, er ist eine regelrechte Naturgewalt mit einem unglaublichen Einfluss auf alle seine Mitspieler. Ja, und Hansi, wenn du so einen Torhüter im Rücken hast, dann weißt du doch, da kann nichts mehr schiefgehen. Genau so sieht's aus. Wenn ein Oliver Kahn im Kasten steht, dann kann dir eigentlich so gut wie nichts passieren. Bremen. Ist ja, Hansi, der heutige Gegner. Auf welchen Spielstil müssen wir uns heute einstellen? Das sind hochintelligente Spieler mit einem feinen Gespür für die freien Räume. Und da laufen sie immer wieder rein. Ein feiner Pass. Jetzt ein wunderbares Tor. Überragend von Harry Kane. Dieser Typ ist einfach nicht auszuschalten. Gerade der Anpfiff. Und er ist schon bei 100% und sorgt für die Führung. Sie haben den Ball erobert, Sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Was für ein Auftakt. In der Defensive ziehen Sie sich gerne mit vielen Leuten bis tief in die eigene Hälfte zurück. Dieser Stil scheint Ihnen zu liegen. Tah. Sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Allein vor den Torwart. Neymar, der ist drin. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Die spüren natürlich, jetzt im Moment sind wir am Drücker und diese Situation müssen wir ausnutzen. Auf zur nächsten Chance. Roberto. De Bruyne. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Flanke vom Mann, stark an und sie setzen noch eins drauf. Was für ein Katapultstart. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Damit also steht's 3:0. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Einfach mal Langholz. Einfach herrlich. Kane, vielen Dank, lieber Pfosten. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Koulibaly. Cristiano Ronaldo. Ja, das muss man schon abpfeifen. Und dafür sieht er gelb. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Die Chance für Sadio Mané. Cristiano Ronaldo. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Kane nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut.
Cruyff. Er springt hoch zum Kopfball. Nee, nicht ganz. Matthäus. Sadio Mané. Gleich ist Halbzeit, da können Sie sich noch einmal neu justieren. Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hat es einfach zu gut gemacht. De Ligt. Das war bestimmt nicht so gedacht. Matthäus. Harry Kane. Hier ist Neymar. Und der Pass. Er versucht's. Richtig guter Lauf da auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Er trifft ihn. Ein echter Reaktionstest für den Torhüter. Das ist jetzt eine ganz schwierige Situation für Sie, aber Sie müssen es weiter versuchen. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Sie müssen dranbleiben, dann geht vielleicht noch was. Porte! Einfach mal entsorgen. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Alles ist wieder bereit. Bremen hat in der ersten Hälfte nicht gerade sein Top-Niveau erreicht. Das muss sich auf jeden Fall jetzt ändern. De Bruyne. Und Kahn hält. Was für ein dicker Klops. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es gibt nur Ecke. Und der Schiri zückt die gelbe Karte. De Bruyne. Was für ein Schuss, aber der Keeper hat das vorausgesehen. Wie frei, bitteschön, will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar. Und Kopfball. Kein Problem für den Keeper. Physisch enorm präsent. Harry Kane. Ab auf die Flanke. Clever gespielt. Er versucht, ihn reinzuspielen, aber das war nicht gut abgestimmt. Conte spielt den Ball nach rechts. Jetzt die Chance. Bremen hält hier irgendwie einen Sicherheitsabstand. Genauso. Er probiert. Und Kahn hält. Und der kommt noch ran. Also ziemlich mutig von ihm, aus dieser Entfernung draufzuhalten. Aber er sollte wissen, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Und nochmal Eckball.
De Ligt. Abschluss. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Einfach und haltbar. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Bremen verkürzt auf 2 Tore. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Sergio Ramos. Zah. Matthäus. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Und über die Seite. Harry Kane, ab in Richtung, der ist drin. So macht das Spaß, das kann man sich angucken. Und sein 2. Treffer in diesem Spiel. Sie sind wieder dran. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Cristiano Ronaldo. Neymar. Harry Kane, das Schlitzohr. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Sie müssen jetzt so langsam aber sicher alles nach vorne werfen, wenn Sie hier noch etwas erreichen wollen, oder Hansi? Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Beide Teams wechseln. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Mbappé. Savic. Er versucht's. Das war sie, die große Möglichkeit zum Ausgleich. Der Dank geht an den Mann zwischen den Pfosten. Der hält die Führung fest. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Er läuft da sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Kompliment auch an den Trainer. Er hat auch seinen Stürmern gesagt, wenn der Gegner den Ball hat, dann seid ihr meine ersten Abwehrspieler. Er ist Mutterseelen an Mbappé. Drin das Ding. Ist es das gewesen? Ist das der Knockout gewesen? Eine fantastische Vorstellung. Dieses Tor gehört ganz allein ihm.
Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt's Freistoß. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger, die Chance. Sterling. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat, das gibt Freistoß. Ta. 4 Minuten gibt es dann doch noch obendrauf. Müller. Thomas Müller. Cristiano Ronaldo. Er versucht's nochmal. Mbappé. Roberto. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. De Ligt. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Insofern ist die Niederlage zwar schmerzhaft, aber sie müssen sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, nicht alles versucht zu haben. Was sagst du zum Spiel, Hansi? Das Ergebnis lügt nicht. Sie haben heute kein gutes Spiel gemacht. Und das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Abend und Hansi.